Weiter geht's mit Teil 2 unseres Final Fantasy 16 Playthroughs, zumindest der Demo, hier auf GeForce Now Ultimate. Mein Name ist Indeed, willkommen hier bei Cloudplay, eurem Kanal rund um das Thema Cloud Gaming. Und im ersten Teil, den ihr auch unten verlinkt seht, haben wir ja ein bisschen was erfahren über die Vorgeschichte von Clive, dass er das Shield von Rosaria ist. Und jetzt haben wir unseren ersten Auftrag bekommen, nämlich die Vorhut beziehungsweise die Sümpfe rund um Rosaria ein bisschen aufzuräumen und ein bisschen zu kämpfen. Und damit würde ich sagen, los geht's mit unserem Playthrough. Da haben wir ihn schon. Schade, Ambrosia. Heute gehen wir nicht jagen. Keine Sorge, du wirst das spitze machen. Ich versuch's. Viel Glück! Und auch hier ist es nach wie vor so, dass die Zwischensequenzen nur mit 30 FPS gerendert werden. Und gehen dir dann in Spielsequenzen auf 120 bzw. unlocked Zugriff habt. Schreibt mal gern, was ihr davon haltet. Freunde, wir reiten zum Phönixtor. Möge das Licht der Kristalle uns segnen! Und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen! Yeah. Der Zug rückt aus! Öffnet das Tor! Es ist jetzt nicht das Ungewöhnlichste, dass man in Cutscenes die FPS reguliert. Häufig ist es dann aber so, dass das mit vorgerendertem Material der Fall ist, weil man einfach die Videos schon gedreht hat und die dann nur in 30 FPS abspeichert und so weiter. Aber hier ist es ja wirklich live. Also es wird ja in-engine berechnet. Aber in den Cutscenes auf 30 FPS limitiert. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen. Gerade weil die RTX 4080 meiner Meinung nach auch mehr schaffen würde. Nichtsdestotrotz sieht es auch so echt fantastisch aus. Da haben wir die beiden. Die werden auch noch eine große Rolle im Laufe des Spiels einnehmen. Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Das wird kein einfacher Auftrag. Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Die kriegen wir schon. Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Wie ihr befehlt. Brechen wir auf. Und möge das Licht der Kristalle uns segnen. Und hier sehen wir auch zum ersten Mal die Weltkarte, beziehungsweise einen ganz kleinen Ausschnitt davon, nämlich nur Rosaria und Umgebung. Schnellreise. Auf der Weltkarte werden dir alle Orte angezeigt, die per Schnellreise erreicht werden können. Nämlich momentan nur einer, nämlich Stillwind, westliches Rosaria. Ja, und nach werden sich dann hier mehr Gegenden und Reisemöglichkeiten ergeben, aber momentan haben wir ja unseren Auftrag, hier hinzureisen und ein bisschen nach Recht und Ordnung zu sorgen. Großherzog Rosaria. Stillwind. Oder Stillwind, ne? Wir spielen ja die deutsche Fassung. Übrigens noch für alle, die neu dazu geschaltet sind. Wir spielen jetzt hier mit maximalen Settings. 1440p Ultra, alles auf hoch. Bewegungsunschärfe runter. Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Und ab hier ist alles Sumpfgebiet. DLSS 3 aus und auch Frame Generation aus. Also das ist wirklich das, was die Grafikkarte hergibt. Und jetzt wird sie auch endlich mal von alleine gelassen. Nicht mal in diesen 30 FPS eingesperrt. Versunken im Nebel. Zeitige Hilfsaccessoires. Fühlst du dich im Kampf überfordert? Probier doch eins oder mehrere der 5 zeitigen Hilfsaccessoires aus. Mit dem Ring des zeitigen Angriffs zum Beispiel kannst du komplexe Kombos allein mit X aneinanderketten, während der Ring des zeitigen Augenmerks bei bevorstehenden Angriff die Zeit verlangsamt, sodass du mehr Gelegenheit hast, mit einem Ausweichmanöver zu reagieren. Hilfsaccessoires können wie andere Ausrüstungsgegenstände auch unter dem Reiter Ausrüstung im Hauptmenü angelegt werden.
Das ist meiner Meinung nach ein echt cooles Feature. Das ist nämlich eine In-Game-Schwierigkeitsgradsteuerung. Also ihr könnt hier mehrere Ringe anlegen. Die haben dann den Vorteil, dass sie euch das Kämpfen erleichtern, indem sie euch zum Beispiel Ausweichen erleichtern oder indem wir so euch das Verketten von Angriffen erleichtern. Aber der Nachteil ist, die Slots sind dann belegt. Das heißt, ihr könnt dann keinen Stärkering mehr ansetzen oder irgendwas, was eure Kräfte boostet. Ziemlich cooler Kompromiss, muss ich sagen. Das Spiel wird leichter, aber man kann nicht mehr andere Gegenstände anlegen. Toll, wie man das hier umgesetzt hat. So, jetzt aber mal, wird die 4080 endlich von alleine gelassen und darf sich endlich mal jenseits der 30 und hier auch jenseits der 80 FPS ein bisschen austoben. Alles, wenn ihr mich fragt. Und wir können diese schöne, neblige die Sumpflandschaft genießen bei butterweichen Frames. Toll. Also wie gesagt, es fühlt sich fast wie ein neues Spiel an. Die PS5-Version kenne ich ja eben auswendig zweimal durch. Einmal im Performance, einmal im normalen Modus, einmal im Final Fantasy Modus, plus alle DLCs. Und das hier ist nochmal eine andere Liga, muss man so sagen. Es ist das Spiel in seiner maximalen grafischen Pracht mit den maximalen möglichen Frames. Also, falls ihr da mal wieder geliebäugelt habt und ihr GeForce Now Ultimate habt, meine Empfehlung habt ihr definitiv. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier mal ein bisschen kämpfen. Ne? So viele Zwischensequenzen. Eine Stunde haben wir gespielt schon und nur einen einzigen Kampf eigentlich, den Übungskampf. Das ist aber auch Final Fantasy. Ne? Es ist sehr storylastig. Es gibt sehr viele Zwischensequenzen. Nichtsdestotrotz, Leute, lasst euch davon nicht abschrecken. Gerade die Zwischenboss- und die Endboss-Kämpfe, die haben es einfach in sich. Das ist meiner Meinung nach die absolute Kür, was dieses Action-RPG-Genre angeht. Ich kenne teilweise keine besseren Bosskämpfe als in diesem Spiel. Also bleibt ruhig dran. Nehmt euch ein bisschen Popcorn bei den Zwischensequenzen. Genießt die Stimmung, genießt die Welt. Und wenn ihr dann dran seid, kämpft. Und zwar jetzt. Folgt mir. Da haben wir ihn. Magie-Kombo. Drücke Y nach einem Treffer mit X, um die eine magische Explosion auszulösen, die der Willenskraft deiner Gegner beträchtlichen Schaden zufügt. Das machen wir da. X, Y, zack. Und wir können mit dem Phönixflugchen ein bisschen umgreifen. Wir können auch die Lohnschwinge einsetzen. Ne? Also mit rechten Trigger können wir sozusagen unsere Essbar-Fähigkeiten nutzen. Viermal Kombo zurück und zack. Da haben wir es schon erledigt. Also schwer als anders. Ne? Selbst im Action-Modus hier alles super machbar. Und sicherlich sind hier noch mehr. Wir können ja mal einen Blick auf das neue Menü werfen. Wieder haben wir ein bisschen was freigeschaltet, nämlich die Gegenstände kennen wir schon. Das Journal ist neu. Hauptmenü Journal. Unter dem Reiterjournal findest du Informationen zu deinem Fortschritt in der Geschichte sowie zu allen laufenden und abgeschlossenen Nebenaufträgen. Also, hier sehen wir schon mal die abgeschlossenen Hauptaufträge. Das waren im Prinzip die bisherigen Story-Missionen. Nebenaufträge haben wir noch gar keine und momentan sollen wir auf Geheiß unseres Vaters uns nach Stillwindmarsch begeben, um den Berichten über gefährliche Goblins nachzugehen. Wir werden begleitet von zwei fähigen wie loyalen Schilden des Großherzogtums Rosaria. Hier ist die Weltkarte, kennen wir auch schon, noch nicht viel entdeckt. Hier sehen wir unseren Status, unsere Stats, unsere Items und die können wir auch hier an- und ablegen. Hauptmenü Ausrüstung und Essbar. Wir können Waffen und Ausrüstung als auch Essbar-Fähigkeiten uns ausstatten. Ne? Hier haben wir unser Schwert, momentan haben wir nur eins. Hier haben wir unseren Gurt. Momentan haben wir nur einen. Noch keine Armschutze. Und hier sind sozusagen die Accessoires. Wir haben drei Slots für Accessoires. Das wird sich auch im Laufe des Spiels nicht verändern. Wir haben diese drei Slots. Und wir könnten uns jetzt hier einen dieser Fähigkeitenringe anlegen, um das Spiel ein bisschen einfacher zu machen. Aber wir lassen es mal in der originalen Fassung. Und hier sieht man jetzt nochmal so ein bisschen alle Stats, die man aktiviert. Also wenn ich hier jetzt auch so einen Ring anlegen würde, dann würde sich das hier bemerkbar machen. Dass ich den jetzt anhabe, lege ich ihn wieder ab. Kann ich ihn auch wieder ablegen? Rüstung ablegen, Y, ja. So. Jetzt die Fertigkeiten. Kommen wir mal an das Fertigkeitenmenü. So sieht das momentan aus. Hauptmenü Fertigkeiten. Fertigkeitspunkte können im Hauptmenü unter dem Reiter Fertigkeiten verwendet werden, um neue Fertigkeiten zu erlernen oder um bestehende zu verbessern. Solltest du mit der Verteilung der Punkte unzufrieden sein, können diese jederzeit voll zurückgesetzt und rückerstattet werden. Auch ein cooles Feature. Man kann sie sozusagen nicht verskillen, sondern man kann jederzeit wieder alles resetten und sich einen neuen Skillbaum zusammenklicken. Details zu den einzelnen Fertigkeiten und Kräften können eingesehen werden, indem man das entsprechende Icon anwählt. Das Symbol Schwert zeigt an, wie geeignet eine Fähigkeit dazu ist, Schaden anzurichten, und das Symbol Stern zeigt an, wie geeignet ist, den Kampfgeist zu brechen, also diese Willensleiste, die den Gegner dann letztendlich betäubt. So, hier haben wir ein paar zur Auswahl. Also wir haben hier ein paar Phönixkräfte,
Ne, die sind hier oben angesiedelt und wir haben ein paar Grundessbarkräfte. Ne, ihr seht das hier, die haben wir schon, die haben wir schon gelernt. Wir können mit unserem Schwert angreifen, juhu. Wir können einen Lufthieb machen. Wir können ein Magiegeschoss abfeuern, eine Magie-Kombo abfeuern, indem wir nach einem Nahkampfangriff einen Magieangriff ausführen. Wir können ausweichen, wir können springen und wir können perfekt ausweichen. So, und das sind die Spezialfähigkeiten hier. Momentan haben wir nur die vom Phönix. Später wären es dann noch mehr, aber ich verrate nichts. Den Phönixflug, dann können wir sozusagen so einen Schattenschritt auf den Gegner zumachen. Und hier die Lohnschwinge haben wir auch schon mal gesehen. Und wenn wir die verbessern, brauchen wir 500 Fähigkeitspunkte. Für die brauchen wir 375 Fähigkeitspunkte. Momentan haben wir nur 59. Deshalb sind wir komplett im Anfängermodus unterwegs. Aber das kann sich ja bald ändern, indem wir hier ein bisschen Goblins schnetzeln. Ja, in so einer dunklen Umgebung macht sich auch immer die Qualität von GeForce Now dann bemerkbar. Gerade dunkle und eintönige Umgebungen sind ja manchmal problematisch bei Shadern und auch bei Cloud Gaming. Aber auch hier hält im Prinzip GeForce Now, was es verspricht. Keinerlei Pixelierung, keinerlei Blockbildung, richtig schön sauber Stream. Gefällt mir sehr gut. Reaktiv wie immer mit Dank Nvidia Reflex. Und Beute gibt's auch noch. Berühre die funkelnden Punkte, die besiegte Gegner am Boden hinterlassen, um Beute wie Gil oder Gegenstände einzunehmen. Gil ist die Währung im Spiel. So, dann versuchen wir hier mal ein bisschen Grundfähigkeiten. Wie gesagt, alles noch nicht schwer. Das sind die ersten Kämpfe. Hackt einfach ein bisschen drauf ein. Macht euch mit dem Kampfsystem vertraut. Und wenn ihr mal sterbt, ist auch nicht schlimm. Könnt ihr im Prinzip von dem letzten Speicherpunkt aus das Ganze nochmal versuchen. Ich muss mal gucken, irgendwie kann man noch auf Feinde schalten. So, gehen wir mal auf Steuerung. Adaptive Trigger. Feedback und Vibrationsfunktion an aus. Ja, das können wir ruhig gebrauchen. Zielfixierung. Methode der Zielfixierung. Halten, nee, umschalten und Zielfixierung wechseln ist Typ A. Rechter Trigger, aber den habe ich doch eigentlich gedrückt. Typ B, L plus rechter Trigger. Typ C, rechts. Aber wo mache ich das Ganze denn? Controllerbelegung. Hier sehen wir es jetzt. Also mit dem rechten Stick mache ich Kamera zurücksetzen. Und mit dem linken mache ich die Spürnase mit Halten. Aber wo? Ach, Zielfixieren ist die linke Schultertaste, sehe ich das oben. Ne? LB ist Zielfixieren. Und dann kann ich wahrscheinlich so machen. Ah ja, jetzt habe ich das Ziel fixiert. Ne, jetzt kann ich jetzt rumspringen und ausweichen und stelle sozusagen sicher, dass ich immer das gleiche Ziel angreife. Und dann kann ich mit dem rechten Stick oder mit dem linken Stick, wenn ich den reindrücke, kann ich das Ziel dann wahrscheinlich wechseln. Das probieren wir gleich nochmal. So, hier hat was geglitzert, habe ich schon gesehen. Heiltrank. Von den Heiltränken haben wir jetzt 4. Seht ihr links unten? Oh, ihr seht es gar nicht, ne? Hier. 4 Heiltränke haben wir. Damit haben wir unsere maximale Kapazität erreicht. Hier müssen wir einmal durch. So. Und ihr seht auch, was passiert, wenn das Inventar voll ist. Der Heiltrank wird dann sofort eingesetzt. Das heißt, so ein bisschen müsst ihr auch mit euren Ressourcen pausieren. Also es lohnt sich nicht, die alle aufzusparen, sondern irgendwann ist das Inventar voll. Und dann müsst ihr halt abwägen, ob ihr den gleich einsetzt oder ob er dann gleich was dann vielleicht verbraucht wird. So. Wo geht es jetzt hier lang? Wahrscheinlich dort, wo diese Schmetterlinge fliegen. Die zeigen mir den Weg. Ja, sehr schön. Und wir springen in die nächste Gegend. So, das probieren wir es nochmal. Fein fixieren. Ach ja, und mit der rechten Taste oder dem rechten Stick reindrücken, könnte das Ziel dann wechseln. Nehmen wir dann mal den. So, und was wichtig ist, sind immer Kombos, ne? Also 1, 2, 3, 4 ist ja die erste Kombo, die ihr lernt. 1, 2, 3, 4 und danach zum Beispiel den Magiegeschoss. Dann kriegt ihr so eine kombinierte Magiegeschoss und Schwertattacke. Also 1, 2, 3, 4, Magiegeschoss, bam. So, Lohnschwinge zwischendurch. Essbarfähigkeiten immer einsetzen, wenn sie da sind. Ne? Die hauen ordentlich rein. Und wenn zwar wirklich viele sind, könnt ihr auch die Zielarretierung wieder ausschalten. Dann habt ihr ein bisschen mehr freie Bewegung, könnt ein bisschen mehr ausweichen.
So, ich setze mal einen Heiltrank ein. Diesen Geschossen sollte man eigentlich ausweichen. Dem auf. So, wo ist denn der nächste? Da. Da oben steht da der Goblin Großspruchweber. Ne, der Goblin Spruchweber. Den können wir ja im Prinzip fast mit unserem Magiegeschoss schon den Chaos machen. Und da haben wir ihn. Und wir sehen 18 Erfahrungspunkte und 27 Fähigkeitspunkte. Haben jetzt insgesamt 107. Wir haben übrigens noch ein Steinhaut-Tonikum bekommen. Da ist jetzt auf D-Pad nach unten gewiesen. Das bedeutet, dass wir für kurze Zeit unsere Abwehr boosten können. Ist gleich nochmal wichtig in dem Bossfight. So. Ja, die Grafikperformance ist auch super. Wie gesagt, ohne Upscaling, ohne Frame Generation sind wir so bei 70, 80 Frames per Second unterwegs. Ich habe im Kampf jetzt gar nicht drauf geachtet. Vielleicht könnt ihr nochmal kurz zurückspulen und euch das anschauen. Sah jedenfalls alles sehr flüssig und sauber aus. Wir können ja gleich nochmal beim einem größeren Kampf nochmal drauf achten. Ist er voll mit Goblins. Oh yes. Und wir gehen wieder in die 30 FPS Zwischensequenz. Jetzt ist es aber schon sehr deutlich. Zwischen dem Kampf eben, den 80, 90 FPS und den 30 FPS, merkt man dann doch schon den Unterschied. Schade. Ich hoffe, das wird nachgepatcht. Oder es gibt irgendwo eine Option, die ich noch nicht gesehen habe. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesem Wechsel zwischen Zwischensequenzen 30 und Kampfsequenzen dann quasi unlimitierten FPS. Ich finde es gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin auch was Frames angeht sehr empfindlich. Manch einer sagt ja vielleicht auch, er limitiert das ganze Spiel auf 30, weil es ihm egal ist. So, jetzt haben wir schon mal den ersten größeren Kampf. Lohnschwinger rein, zack, der erste schon mal weg. Und jetzt machen wir Phoenixflug auf ihn, zack, zack, Combo. Der ist jetzt auch schon erledigt. So, jetzt müssen wir ein bisschen ausweichen üben hier, weil die tun uns schon weh. Phoenixflug rein, 1, 2, 3, 4 und Magiegeschoss, zack, der nächste ist weg. Kurz warten, bis die Phoenixklinge wieder aufgeladen ist, die Lohnschwinge meine ich, da ist sie und der nächste ist von dannen geschieden. Und wie ihr seht, ist alles nicht schwierig. Es ist ja auch so ein bisschen als Button Smasher manchmal verschrien worden. Das liegt aber daran, weil die Lernkurve so unglaublich flach ist. Also ihr kommt im Prinzip durch große Teile des Spiels mit einfachen Skills aus und erst zum Ende hin, wenn dann die Gegner schwieriger werden und auch die großen Zwischenbosse kommen, so wie jetzt, haben wir einen, muss man so ein bisschen auf seine Skills achten. Aber schauen wir mal, wie wir uns gegen ihn schlagen. Das ist schon ein größerer Johnny. Gewaltige Feinde. Bei größeren Gegnern solltest du vorsichtig sein. Ach nein, danke für den Tipp. Sie haben bedeutend mehr Lebenspunkte als kleine und können dich mit ihren verheerenden Fähigkeiten überwältigen. Benutze den Segen des Phönix, um diesen Gegner nicht nur beträchtlichen Schaden zuzufügen, sondern auch ihre Willenskraft zunichte zu machen. Wenn der Kampfgeist eines Gegners gebrochen ist, kann er sie für kurze Zeit nicht mehr wehren und ist anfällig gegen Angriffe. Genau, das ist im Prinzip jetzt ein Gegner, den können wir auch mal ausschalten, bei dem wir jetzt auch so eine Leiste sehen. Oben rechts seht ihr die. Warte mal, die ist jetzt gerade noch hier verdeckt. Ich schalte mal das UI kurz aus. Ja, da seht ihr diese gelbe Willenskraftleiste, die wir jetzt ja gerade ein bisschen runter smashen. Könnt ihr aber mit dem Phoenixflug an ihn anbewegen, müssen ein bisschen aufpassen, weil wenn er zuhaut, tut's weh. Lohnschwinger rein und wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob man bei ihm ausweichen kann, dieser Keule. Jetzt auch gerade nicht austesten. Aber auch hier. So, jetzt haben wir die Hälfte schon geschafft. Die Hälfte ist übrigens deshalb wichtig, weil manche Skills, okay, der hilft mir auch schon. Aus dem Gleichgewicht, wenn die gelbe Willenskraftleiste eines Gegners unter 50% sinkt, gerät er für kurze Zeit ins Schwanken, was dir eine gute Gelegenheit bietet, um mit mehreren schweren Attacken anzugreifen. Später ist es noch wichtig, weil bestimmte Elster-Fähigkeiten dann noch eine Sonderfähigkeit haben, sobald er unter 50 ist. Aber dazu später mehr, beziehungsweise falls wir überhaupt dazu noch kommen. So, aber jetzt in der Zeit können wir im Prinzip Lohnschwinge, wäre es auch gut gewesen. Oh, ausweichen. Das war perfektes Ausweichen. 2, 3. Mist, jetzt habe ich die Kombo verpasst. Atme kurz, bis er zureagiert. Und 1, 2, 3, 4 und den links rein. Magie-Kombo, ihr seht es rechts. An der rechten Seite seht ihr übrigens immer so ein paar Sternchen, wenn ich eine Kombo mache. Das ist sozusagen die Qualität der Kombo. Je mehr Sternchen und desto bunter, desto besser.
keine große Überraschung. Da sieht er zum Beispiel, ne? Phoenix Sieb und Zuhauen ist eine Kombo, die ist 2 Sterne wert. Jetzt hat er uns tatsächlich mal erwischt. Das ist natürlich 0 Sterne wert, gehauen zu werden. Aber wir können jetzt im Prinzip auch gleich mal in der Willenskraft runterbringen. Lohnschwinger rein. Und da haben wir ihn gebrochen. Rechts seht ihr, was uns das gebracht hat an Kombos. Schlag auf Schlag, wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde, kannst du ihm zusätzlichen Schaden zufügen. Der Schadensmultiplikator steigt mit jedem Angriff, bis er auf ein Maximum von 150% gelangt ist. Die Summe des Schadens, der während dieser Zeit angehäuft wurde, wird am Ende als Gesamtschaden angezeigt. Also jetzt müsst ihr im Prinzip alles raushauen, was ihr habt. Das ist auch eine super Gelegenheit, um Kombos auszupacken. Ne? Also hier zum Beispiel auch 4 und die Dings. Königsflug. So. Schon vorbei. Oh, der große Schwinger. Da gehen wir mal ein bisschen zurück. Oh, nicht ran. So, jetzt sind wir einem ausgewichen, 2 ausgewichen. Den dritten haben wir bekommen, den vierten haben wir bekommen. Zeit für einen Supertrank. So. Da haben wir schon wieder einen abbekommen. Lass mal die eine Kombo durchkriegen. Perfektes Ausweichen. Nach dem perfekten Ausweichen direkt zuhauen oder Geschoss. Das gibt dann nochmal extra Punkte. Jetzt haben wir ihn wieder 50%. Lohnschwinger rein. Zack. Und jetzt geht er auch gleich kurz zur Runde. Jetzt ist auch gleich wieder die Willenskraft runter. Kurz diesen großen Schwinger ausweichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 war ausgewichen. Sehr schön. Wenn wir noch dazu gehauen hätten, danach wäre es noch besser gewesen. Aber auch so haben wir ihn gebrochen. Und jetzt müssten wir ihn eigentlich den Chaos machen. 3, 4, zack, Kombo rein, Lohnschwinger rein, noch ein bisschen rummetzeln und das Ding ist Geschichte. Gigas bezwungen, der erste kleine Zwischengegner. Erfahrungspunkte, Fertigkeitspunkte und 0 Geld. Schade eigentlich, ne? Ich dachte, so ein Troll hat auch mal ein bisschen Gold bei sich. Und wir kriegen auch Belohnung, Beute und Kampfwerte. Nach wichtigen Kämpfen wird ein separater Ereignisbildschirm angezeigt, auf dem die Kampfwerte und die Beute angezeigt werden, die du dir erhalten hast. Je nach Kampfweitung erhältst du unterschiedliche Mengen an Gil, Gegenständen und Ausrüstung, Fertigkeitspunkten und Erfahrungspunkte. Und wir haben jetzt hier einen Hartlederarmreif bekommen, der uns 10 Schutz gibt. Den können wir auch gleich mal anlegen. Jetzt schalten wir unser UI mal wieder dazu und wir sehen in altbekannter Manier, in Zwischensequenzen gehen wir auf 30 FPS runter. Bleib hier und kämpf, du Feigling! Ihm nach, bevor er Verstärkung ruft! Ihm nach. Ausrüstung und Fertigkeiten. Durch Ausrüstungsgegenstände kannst du Kleis Attribute deutlich verbessern. Dafür müssen sie aber unter dem Reiter Ausrüstung und Hauptmenü ausgerüstet werden. Really? Auch mit Fertigkeiten kannst du das Blatt im Kampf wenden, wenn sie vorher unter dem Reiter Fertigkeiten erlernt oder gemeistert werden. Um neue Fertigkeiten zu lernen und Erlernte zu meistern, werden Fertigkeitspunkte benötigt, die du dir durch erfolgreiche Kämpfe und erfüllte Aufträge verdienen kannst. Also gehen wir mal ins Menü. Journal, Gegenstände, Ausrüstung und dann legen wir unser Hartlederarmreif an und unten seht ihr, unsere Verteidigung steigt von 22% auf 32%, also eine Steigerung von 50% durch einen Gegenstand. Das ist schon cool. Hier können wir noch nichts erlernen. 375 Punkte bräuchten wir, um die Fertigkeit zu verbessern. 152 haben wir, also weiter geht's mit unseren Basic Stats. Aber wir schlagen uns ganz gut, oder? So. Da ist er. Da ist er. Noch können wir nicht angreifen. Und das Problem hat sich von allein erledigt. Manchmal ist es so einfach. Lol. Auch doch nicht. Wie hat er das denn überstanden? In harten Nähen, diese Goblins. Oder er rennt einfach zu seinem großen Freund, den wir jetzt kennenlernen. Das war's für dich. Oh oh. Zack. Und der Goblin ist zwar Geschichte, das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir haben ein weitaus größeres Problem. Ein Morbol.
euch von seinem Maul fern. Ja, ich werde es versuchen. Ja, so, ich schalte mal wieder die UI ab, damit wir die Fertigkeiten, die Willenskraftleiste sehen. So, hier müssen wir jetzt wirklich aufpassen vor seinem Atem, der und seinen Tentakeln, die machen einen ganz schön zu schaffen. Also ran und weg. Bisschen ran, Manövrenschwinge ausführen, vielleicht eine Combo, ohne jeder. Lieber ein bisschen weniger, weil das tut wirklich weh. Wir haben noch nachher einen Spezialskill. So, auch diesen Ausspuckungen, diesen Mundgeruch müsst ihr ausweichen, sonst geht's euch nicht gut. So, ran und 1, 2, boah, da hat uns ein Tentakel erwischt. Oh, jetzt sind wir auch in diesen Schleim rein, so. 1, 2, 3, 4. Ah, schon wieder nicht geschafft. Jetzt aber. Zack. Und 1, 2, 3, 4. Zack. Da haben wir eine durchbekommen. Ihr seht auch, die macht ordentlich Schaden. Also diese Kombos sind das A und O von Final Fantasy 16. Wir können zwar auch immer Button-Slashing machen, aber um wirklich effektiv und nachher auch erfolgreich zu sein, gerade gegen Schwer, dann müsst ihr so ein paar grundlegende Kombos euch aneignen. Ist auch gar nicht so schwer. Sucht euch ein paar aus, die euch gefallen. Versucht die zu meistern. Ihr könnt euch nachher unglaublich divers euer Bild ausbauen. Also wenn Final Fantasy irgendwas kann, dann ist es eine absolute Freiheit in der Art und Weise, wie man spielt. Ob ihr lieber auf Verteidigung setzt, ob ihr lieber auf Angriff setzt, ob ihr einen Tank spielt, ob ihr einen Caster spielt. Das ist wirklich Wahnsinn. Und auch von den vielen Videos und Content, die ich geguckt habe, es gibt nicht das ultimative Bild. Man kann aus allen Skills und allen Esper-Fähigkeiten irgendwas bauen, was Sinn macht. Und das muss man auch erstmal schaffen, ne? Dass es quasi kein Überbild gibt. Klar, es gibt starke und schwache Spells, aber man kriegt eigentlich mit viel Fantasie das Ganze immer auf seine persönliche Art und Weise zu spielen angepasst. Ganz, ganz tolles Kampfsystem meiner Meinung nach. Ist auch, glaube ich, so ein bisschen von Devil May Cry übernommen worden. Ne? Ich glaube, die Devs haben auch mitgewirkt an dem Kampfsystem. So, ich muss ja ein bisschen jetzt habe ich so viel geredet, da haben wir einen Kombis vernachlässigt. Das ist auch super. So, jetzt kommt was Gemeines. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Im Zweifel immer weglaufen. Da kommt er raus. Und jetzt zieht er sich an uns ran. So, so jetzt gibt es nämlich einen filmischen Angriff. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes blau leuchtet, drücke X, bevor die Zeit abläuft, um einen verheerenden Angriff zu entfesseln. Also wir haben auch Quicktime-Events. X gedrückt. Und bam. Wenn ihr den nicht erwischt, führt das dazu, dass ihr ordentlich auf die Mütze bekommt. So, jetzt versuchen wir mal eine Kombo durchzuziehen. 1, 2, 3, 4. Nicht geschafft. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir sie geschafft. Nullenschwinge, schönen Sweep, eingreifen und 1, 2, 3, ja. Bis 4 zählen ist manchmal schon schwer. 1, 2, 3, 4 und zack. Oh, und wir waren nicht schnell genug weg, haben ordentlich auf die Mütze bekommen. Heiltrank rein. Mundgeruch ausweichen. Aber ihr seht schon, das ist alles nicht schwer. Ne? Das sind wirklich noch die ersten Gegner zu üben. Wir haben noch zwei Gehilfe hier, die ordentlich tanken. Jetzt haben wir mal wieder die Magie-Kombo rausgehauen. Oh, jetzt hätten wir wieder weglaufen müssen, wenn er sich so auflädt. Weg, 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 weg. Hier gibt dann später auch noch Accessoires, die dann so ein automatisches Dauerfeuer verursachen. Beziehungsweise später könnt ihr die Angriffe auch noch aufladen mit gedrückt halten. Das geht momentan noch nicht. Oh, jetzt müssen wir rennen. 1, 2, oh ne, den breche ich ab, den breche ich ab, den breche ich ab. Das sieht nicht gut aus. Peitschende Weide von Final Fantasy. 1, 2, 3, 4, zack. Und noch eine Lohnschwinge rein, gebrochen. Ihr seht, die Kombos machen ordentlich Schaden. Auch wenn es im ersten Moment so aussieht, aber das kann sich verketten. Immer schön auf die Kombos gehen. So, Phoenix Flug und mal Magie-Kombo, sehr schön. Phoenix Schuss nennt sich das Ganze da. Okay, Phoenix Flug und Magie. Nennt sich Phoenix-Schuss. Da haben wir nochmal gehabt. Der kommt gleich wieder hoch. So, jetzt müssen wir wieder laufen. Oh, jetzt zieht er uns wieder rein.
Gut, erwischt uns. Und wir haben wieder ein filmisches Ausweichen. Wenn der Bildschirm im Schlüsselmoment eines Kampfes rot leuchtet, drücke rechte Schultertaste, bevor die Zeit abläuft, um einen bevorstehenden Angriff auszuweichen. Also jetzt rot ausweichen. Ach, man kriegt sogar noch einen Hinweis. Okay, cool. Später sind diese Hinweise nicht mehr da. Dann müsst ihr bloß nach Farben. 1, 2, 3, 4. Zack, Lohnschwinge rein. 2, 3, 4. Zack, habe ich wieder nicht geschafft. Perfekt. Phönix Flug und Schlagen heißt Phönix Ruhe. Jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg. Ah, da war ich zu langsam. So. Oh, das hat richtig wehgetan. Da sind wir zu nah rangegangen. Ausweichen und dann drauf. Ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4 und zack. Lohnschwinger rein. Jawohl, das hat gescheppert. 4, zack. 1, 2, 3, 4, zack. Und wieder zu nah dran. Dankeschön, ist immer ein super Tank. 3, 4, zack. Stinkt gut, hat er jetzt. Ja, das gärt ich auch. Wenn ich in so einem Sumpf leben müsste und mir die ganze Zeit irgendwelche Hansel als auf die Mütze gebe, obwohl ich einfach nur in Ruhe einkaufen gehen will. So, jetzt nochmal. Phoenix Blut. Phoenix Schuss. 1, 2, 3, 4. Kombo, sehr schön. Und jetzt ist es auch gleich soweit. Noch ein paar Geschosse drauf. Dann ist er betäubt. Da, und das war's jetzt. Phoenix Blut angreifen. 1, 3, 4. Kombo rein. Lohnschwinger rein. 1, 2, 3, 4. Kombo rein. Immer noch nicht. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen weg. Na gut. In alter Souls-like-Manier nicht so ungeduldig werden. Perfektes Ausweichen. So, gut. So, jetzt müssen wir wieder schauen, was er hier macht. Und er liegt einfach nur faul rum. Kann ich auch gut da verschwinden. 1, 2. Nee, ich brech ab. Ich brech ab. Da kommt was Fieses. Hab ich doch gewusst. Fool me once, shame on me. Fool me twice. Shame on me too. Wie geht der Spruch? Fool me once, oh oh oh. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So. Jetzt haben wir es gut geschafft und jetzt ist das ganze Geschichte Marble erlegt. Also schon der zweite Zwischengegner. Aber wir sind ja noch im Tutorial. 50 Erfahrungspunkte, 70 Fertigkeitspunkte und Stufe 7. Bei Final Fantasy 16 auf der PS5 ist man zum Schluss, ich glaube, das Level Cap ist bei 10. Das schafft man aber nur, wenn man sowohl Haupt- als auch DLCs zweimal durchspielt. Und selbst dann muss man noch ein bisschen grinden. Also ist noch gut Luft nach oben hier mit unserem Level 7. Danke. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Aber Goblin-Horden in Rosaria und Morbolts hier? Ich werde Vater bitten, Truppen zu entsenden. Wenn wir sie nicht aufhalten, stehen sie bald vor unseren Toren. Wir sollten los. Im Dunkeln wird's ungemütlich hier. Brechen wir auf, dann sind wir vor Einbruch der Nacht am Phönixtor. Auf zum Phönixtor. Verdammte Fäule. Und damit haben wir die erste kleine Hauptmission als junger Clive abgeschlossen und wir begeben uns weiter zum Phönixtor. Ihr seht schon, es gibt im Prinzip zwei verschiedene Spielmodi. Es gibt die eher, sag ich mal, semi-offenen Hubs, wie wir sie vorhin in der Burg hatten, und es gibt diese doch eher linearen Level. Später werdet ihr die auch nochmal betreten können teilweise, und diese größeren Hubs könnt ihr dann, je nachdem in welchem Stand ihr im Spiel seid, wie weit ihr seid, könnt ihr diese Hubs betreten. Manche werden sich auch verändern, manche werden dann auch nicht mehr betretbar sein, aber ich will ja nicht spoilern. Wir sind Phönixtor im Großherzogtum Rosaria. Hat man unsere UI-Anzeige wieder rein. Tausende rote Augen! Nein!
Hört doch zu, jetzt kommt's erst. Unser Lord zieht sein Schwert. Sching! Der Goblin kreischt und rennt direkt im Morbon ins Maul. Mehr Bier! Heute wird gefeiert, Männer. Morgen geht es los. Es muss euch mit Stolz erfüllen, die Früchte eurer Arbeit zu sehen. Der junge Lord wird es noch weit bringen. Ja, und hat dann vielleicht genug Mumm mit uns zu trinken. Ist dir unwohl? Nein, Vater. Bin nur etwas müde. Es war ein langer Tag. Sie feiern Clive, oder? Oh ja. Dein Bruder ist ein gestandener Schild. Ich bin sehr stolz auf ihn. Vater? Warum wird der Dominus in unserer Familie geboren? Das ist nicht gerecht. Ohne die Kristalle können wir Menschen nicht leben. Doch sie wirken ihren Segen nur durch uns. Du bist besonders, Joshua. Du hast als Dominus die wichtigste Pflicht von uns allen. Die Macht deiner Espa mit unserem Volk zu teilen. Ich hoffe, das verstehst du. Und hier auch nochmal der Hinweis, ihr könnt jederzeit die Menütaste gedrückt halten in den Zwischensequenzen und euch dann über das gesamte Wissen, was ihr bis dahin erlangt habt und das in der Sequenz gerade wichtig ist, nochmal informieren. Also, wer ist eigentlich Joshua Rossfield? Wer ist eigentlich Elvin Rossfield? Was ist das hier eigentlich mit dem Phönixtor? Und ich kann es nur noch mal sagen, das ist unglaublich hilfreich, gerade weil die Story später echt komplex wird mit 1000 Wendungen, mit Irren, mehreren 100 Personen, die alle wichtige Rollen haben. Also nutzt das gerne und oft. Meine Freunde, lauter! Hier wird mich keiner vermissen. Na, Großer? Jill sucht sicher schon nach dir. Oh, geil. Ein fabelhafter Ausreißer bist du. Oh, wichtige Sequenz. Wichtige Sequenz. Hier versteckst du dich also. Was machst du hier draußen? Ich hab dich drin vermisst. Als Schild darf ich mir nicht oft eine Pause gönnen und... Dieses Gegröle ist nicht mein Ding. Mich haben die Möhren vergrault.
Sie erzählen alle von dir. Und nenn dich den Morbuljäger. Das sagen sie jetzt. Als ich angefangen habe, war ich der verwöhnte kleine Prinz. Wenn ich nicht gelernt hätte, mit einem Schwert umzugehen, wäre ich nach wie vor eine Enttäuschung. Du bist der, an den alle glauben. Ich beneide dich. Das stimmt nicht. Sie glauben nicht an mich. Sie glauben nur an die Kräfte in mir. Mein Bruder, der Phönix. Herr über Leben und Tod. Warum denn ich? Warum nicht du? Ich bin nicht dafür gemacht, dein Land zu führen. Ich bin nicht stark genug. Aber du schon. Ein jeder Mensch hat seine Pflicht. Seit vor sehr langer Zeit unsere Vorfahren entschieden haben, den Dominus als ihren Herrscher zu erwählen, vertrauen wir darauf, dass wenn unser Land am Rand des Abgrunds steht, der Phönix aus den Flammen emporsteigt, um unser Volk zu bewahren. Das Schicksal Rosarias steht und fällt mit dir. Du musst dieser Pflicht nachkommen. Und was ist mit dir? Ich bin da, um dich zu schützen. Deshalb habe ich den Segen des Phönix. Damit du der nächste Herzog wirst. Komme, was wolle. Egal, was passiert. Ich bin immer bei dir. Danke, Clive. Dafür, dass du immer zu mir stehst. Ach, mein Herz. Dafür musst du mir versprechen, dass du auf dich Acht gibst. Also wir sehen schon, es gibt verschiedene... Verstanden? Magiestufen, nenne ich sie mal. Es gibt diese Dominos. Ich gehe wieder rein. Ich sollte im Bett sein. Die einmalig sind. Gute Nacht, Torgal. Und von Zeit zu Zeit in großen Familien auftauchen. Und dann gibt es diese Segen der Esper, über die auch Clive verfügt. Und bei der man dann stärkere Magie wirken kann. Auch ein paar Sondersprüche. Und dann gibt es noch die ganz normale Magie, sag ich mal die Alltagsmagie, mit der aber auch nur ausgewählte Leute, sogenannte Träger, zaubern können. Zum Beispiel Wasser erhitzen können, Sachen tragen können, alles sowas. Und dann gibt es noch die komplett magisch unbegabten normalen Menschen. So, jetzt kommt's zum Showdown. Game of Thrones lässt grüßen. Es kann ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen bleiben. Irgendwann müssen die Köpfe rollen. Na, und jetzt ist genau dieser Moment. Viel Spaß dabei. Endlich. Hast wohl gekostet, was? Und da sagt noch einer, hier im Norden würde uns die Armeeleitung dursten lassen. Der gute alte Trick mit der Bierlieferung. Was ist da los? Klappt doch immer. In jedem Fantasy-Universum. Eieieiei. Hier wird auch nichts gecuttet. Direkt draufgehalten mit der Kamera. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer sind denn die? Wir wissen es nicht. Und das hat auch einen Grund. Sagen wir einfach, es sind Feinde von Rosaria. Zugang gesichert, mein Herr. Alles weiter nach Plan. Kampfgeräusche in der Ferne. Nie ein gutes Zeichen in einer Burg.
Praktisch. So ein mobiles Fingerfeuerzeug. Ist das... Verzeihung, mein Prinz. Ich bin's. Wade, ihr wisst sicher nicht, wer ich bin. Doch, doch. Was ist los? Man greift uns an. Ich weiß nicht wer, aber das halbe Schloss steht in Flammen. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Ich verstehe. Los geht's. Gehen wir. Folgt mir, Eure Hoheit. Und wir haben unseren ersten Charakterwechsel. Wir spielen den jungen Joshua, geboren aus Feuer und Asche. Und er hat auch die tolle Fähigkeit, dass er eine Flammkugel dabei hat. Sind die Feinde etwa schon bei uns im Schloss? Und wir müssen jetzt mit Sir Wade fliehen. Leider kann er nicht sehr schnell laufen. Aber er kann mit Y Magie wirken. Das haut jetzt schon ein bisschen mehr rein als das kleine Feuerchen von Clive. Er kann mit B wie Targa wirken. Guck, plus 9999 Lebenspunkte, auch immer sehr hilfreich. Und mit X kann er so einen schönen Flammenangriff machen. Also, hier haben wir schon eher einen Mage-Caster, würde ich sagen. Ich muss auch wenn helfen. Er noch sehr jung ist und seine Fähigkeiten eigentlich komplett unter Kontrolle hat. Alles steht in Flammen! Zurück, so, fremder Soldat, anvisieren. Magie. Bang. Und ja, nach jeder Attacke muss er sich ein bisschen ausruhen. Suchen wir doch mal Alvin Rossfield. Und auf dem Weg dahin üben wir noch ein bisschen, für unsere Magie einzugehen. Bums. Das Gute ist, Wade macht das eigentlich ganz gut. Verdammt, die Schweine sind überall. Warum tut Sandrex so etwas? Wir sind verbündet. Soldat. Also so Magieangriff scheint die Feinde auch gut zu betäuben. Alles kein Problem. Oh no. Tyler. Sir Tyler. Verdammt, die Wunden sind tief. Ich kann ihn retten. Vitagan. Eure Hoheit, ich. Keine Sorge, ihr werdet wieder gesund. Ich halte sie auf. Den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät.
müssen weg hier. Alligator, lasst uns schnell zum Hintertor. Gelief. Nun flieg geschwind nach Rosalith. Eulenpost ausgesandt. Am besten zum Nordtor, zu den Chocobo-Stellen. Vater, bringt Joshua in Sicherheit. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die verbliebenen Truppen sofort nach. Geht jetzt. Es ist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ich weiß. Du musst Vater beschützen. Ich zähle auf dich. Absolut fantastisch aus dieses Spiel. Diese Charaktermodelle. Zumal sie sich am Lauf der Story verändern. Sie werden älter, wandeln sich. Es war Wahnsinn, das alles nochmal von Anfang an sehen zu können. Und in so einer Qualität wirklich toll. Ach. Welch schicksalsträchtige Szene. Sir Modok. Jetzt gehen wir zusammen auf Jagd und ich würde sagen, auch hier ist es ein super Zeitpunkt, um unser Let's Play nochmal zu unterbrechen. Wie gesagt, in Teil 3 geht's dann direkt weiter. Link in der Videobeschreibung. Ja, was haben wir erlebt? Wir haben jetzt die ersten Schlachten geschlagen, haben uns durch die Sümpfe vor Rosaria durchgeschlagen, die ersten Zwischenbosse besiegt und jetzt sind wir hier beim Phoenix Gate angekommen und wie es aussieht, sind wir verraten worden und müssen einen Angriff der Sambrekischen Truppen überstehen. Nach wie vor bin ich sehr begeistert von der Qualität, die GeForce Now hier abliefert. Ihr seht es auch oben rechts, 120 Frames per Second sind drin, alles auf Max, DLSS 3 aus, Frame Gen aus. Das Spiel sieht absolut hervorragend aus in dem Ultimate-Tier von GeForce Now. Ein kleiner Wermutstropfen sind die 30 FPS in den Zwischensequenzen. Da hoffe ich mal, dass das demnächst noch irgendwie hochskaliert werden kann, weil man sieht schon sehr deutlich den Übergang zwischen Zwischensequenz und Spiel dadurch. Nichtsdestotrotz meine absolute Empfehlung für mich, das Gaming-Highlight des Jahres 2023 und jetzt in der neuen Form, vielleicht auch des Jahres 2024. Schreibt mir mal gerne, was ihr davon haltet und ob ihr da gerne reinschauen wollt. Wie gesagt, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr über Cloud Gaming generell und Final Fantasy im Besonderen erfahren wollt. Ich sage erstmal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video.